Mittwochabend, ich bin auf dem Weg zur Rennstrecke in Assen, weil der kleine Flo, 66, Florian Alt aus dem Red Bull Rookies Cup, hat gefragt, ob ich mal mit ihm um eine Runde um die Strecke gehe hier in Assen, weil ja, mein letztes Rennen hier, Platz 8 2007, also den ein oder anderen Trick sollte ich ihm schon noch zeigen können. Und ich hoffe, dass er da ein bisschen was von mitnehmen kann fürs Rennen am Freitag und am Samstag. Mittwochabend, ich bin an die Rennstrecke rausgefahren, der kleine Mann hier im Windschatten, den da könnt ihr dann sehen, ja? Das ist der Flo Alt, Nummer 66, und ich werde jetzt heute mal in meine Trickkiste greifen, um ihm ein bisschen was von der Rennstrecke zu zeigen. Flo, sind wir ready? Ja, klar. Na, also los geht's. Dein Vorbild, dein nächstes, außer dem Hofmann? Ja. Ja, ne? Ein bisschen. Der Marquez, der kleine Scheißer, der macht das gut. Ja, generell funktioniert es ja ganz gut, dass man irgendwie einen erfahrenen Piloten nimmt, der so ein bisschen objektiv drauf guckt auf die kleinen Talente, auf die jungen Burschen. Ich sage jetzt nur Dani Pedrosa, Alberto Puig, auch jetzt Marc Marquez mit seinem Emilio Alzamora. Also das ist gewiss, glaube ich, eine feine Geschichte. Also ich damals als Fahrer, ich hätte mir gerne gewünscht, dass der ein oder andere mal vielleicht kommt, hey Alex, jetzt mach heute mal den Fehler nicht oder mal einen guten Tipp, einen guten Rat im richtigen Moment, aber es war halt aus deutscher Sicht keiner da. Gegen den Waldi bin ich selber noch gefahren, dem Jürgen Fuchs auch, das waren Konkurrenten, die haben mir natürlich nicht wirklich Tipps geben wollen. Du kommst aus die Links rum und hast dann ein Gefühl, wie lange brauchst du eigentlich, bis du anbremst. Und dann musst du daran arbeiten, dass du jede Kurve ein bisschen mehr rausforderst, das Limit ein bisschen mehr rausforderst, aber trotzdem flüssig bleiben. Yeah.